eine sehr interessante, wichtige Veranstaltung für Berlin, die zweite in diesem Jahr. Wie sind Sie zufrieden heute? Also wir freuen uns über jeden, der kommt. Wir haben diese Messe explizit für Menschen mit Migration und Fluchterfahrung geöffnet. Wir freuen uns sehr, dass sie in Anspruch genommen wird. Es ist den Betrieben der IHK und der Arbeitsagentur sehr wichtig, dass wir hier Chancen geben und dass wir das auch ausstrahlen. Diese Gesellschaft in Berlin heißt die Menschen willkommen und sie möchten ihnen auch eine Chance geben, sich beruflich zu integrieren. Berufliche Integration ist oft der erste Schritt auch in die Soziale. Was ist Ihr Eindruck, wo suchen die Menschen, in welchen Branchen? Das ist so unterschiedlich wie die Menschen, die hier sind. Was wir feststellen ist, die Menschen kommen hochmotiviert, sie kommen vorbereitet, sie besuchen unsere Workshops, die wir anbieten, aber sie bringen auch schon ihre Bewerbungsunterlagen mit. Und das Feedback, was wir von Arbeitgebern dazu bekommen, ist ausgesprochen positiv. Niemand ist gezwungen, hier zu kommen. Alle Menschen, die hier sind, wollen eine Arbeit aufnehmen, wollen sich integrieren und das kommt sehr, sehr gut an. Es gab schon ein ähnliches Event im Juni. Wie waren die Reaktionen auf, und ja, die Feedback auf die erste Veranstaltung? Also die Veranstaltung im Juni war für uns ein Überraschungserfolg. Es sind mehr Menschen gekommen, als wir eigentlich ursprünglich erwartet haben. Und auch dort, die Arbeitgeber haben uns ein sehr gutes Feedback gegeben. Und da war es eine leichte Entscheidung, mit der IHK zusammen zu sagen, komm, das machen wir nochmal. Wir werden es sicherlich nicht jeden Monat machen, aber gemeinsam zu demonstrieren, dass es hier Chancen gibt. Denn die Stellen, die vermitteln wir jeden Tag. Aber an einem Ort so ins Gespräch zu kommen, das ist das, was uns hier motiviert. Sieht es in Berlin aus in diesem Jahr, in Ihren Bezirken? Wie sieht es da aus, also was ja, ausländische Mitarbeiter angeht? Also die Integration von neuen Menschen, die gekommen sind. Also Berlin ist eine bunte Stadt und die Berliner Unternehmen sind genauso bunt, auch in meinem Haus. Ich glaube, wir vertreten über 30 Nationalitäten, wir haben alle Sprachen an Bord und das ist ein Vorteil. Das ist ein Vorteil, den aber die Berliner Wirtschaft insgesamt erkennt. Deswegen finde ich es immer schwierig zu sagen, wie sieht es mit den Ausländern aus, weil es sind alles Menschen. Wichtig ist, dass Arbeitserlaubnisse bestehen, dass die Sprachkenntnisse ausreichen für den jeweiligen Job und wenn man eine Qualifikation mitbringt, dass man die auch anerkennen lässt. Zu all diesen Themen haben wir heute hier auch Workshops, aber die Integration in Berlin ist, also gelingt auf einem hohen Niveau, ganz egal, ob ich Ausländer oder Mensch mit deutschen Personen. Ja, aber es haben sich auch sehr, sehr viele jetzt ukrainische Menschen registriert, auch bei der Bundesagentur für die Arbeit in Berlin. Gibt es konkrete Zahlen jetzt für Oktober, wie viele Menschen aus Ukraine in Berlin registriert wurden? Das sind Zahlen, die ich im Moment nicht vorliegen habe. Die liegen aber auch eher auf Senatsebene vor. Wir wissen, dass Tausende von Menschen nach Berlin gekommen sind und jeden Monat immer noch kommen. Wir sehen aber auch, dass diese Menschen zum Teil auch einen Beruf aufnehmen, zum Teil aber auch darauf warten, dass sie wieder zurückkehren können in ihr Land, wofür wir tiefstes Verständnis haben. Im Moment geht es darum, diesen Menschen eine Perspektive anzubieten für die Zeit, in der sie in Deutschland sind. Und dafür stehen wir heute alle hier gemeinsam. Aber man sieht auch, dass Sie fleißig die Sprache lernen und wahrscheinlich auch noch mehr im nächsten Jahr für Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen werden. Also wir erleben eine unheimlich hohe Bereitschaft, also auch höher als im Bundesgebiet. Wir gehen davon aus, dass ungefähr die Hälfte der geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die wir hier kennen, schon einen Integrationskurs angefangen hat oder in den nächsten Tagen anfangen wird. Das ist ein sehr hoher Wert. Das zeigt aber auch eine hohe Bereitschaft, sich in diesem Land einzufinden, mitzumachen und ja, sich zu integrieren, solange man hier ist. Ich habe auch sehr viele Leser natürlich aus der Ukraine. Was wünschen Sie sich für nächstes Jahr? Was haben Sie sich für nächstes Jahr vorgenommen? Unser Thema ist kein Jahresthema. Wir integrieren jeden Tag Menschen, unabhängig davon, woher sie kommen. Was ich mir wünsche, ist wirklich, dass dieser schreckliche Angriffskrieg aufhört, dass die Menschen, die hier sind, eine Perspektive vielleicht auch wieder in ihrem Land finden und dass, wenn sie sich entscheiden, in Deutschland zu bleiben, sie hier weiterhin ein Willkommen finden und wir es gut schaffen, diese Menschen auch beruflich aufzunehmen. Okay, vielen Dank.